Ja, fangen wir mit dem ersten an. Ah, warte mal, mit dem ersten. Ist das das Na. erste? Ja, das ist. Hetzer. Und zwar, ich habe etwas auf Steam entdeckt oder was auf YouTube. Und zwar ein Indie-Game, was an die früheren Prince of Persia erinnert. Und das heißt The Siege and the Sandfox. Ist halt ein Side-Scroller, also nicht so wie das Sands of Time oder sowas. Aber es basiert halt auf diesem Stealth-Mechanismus. Okay. Es schaut sehr, sehr spannend und cool aus. Also, das muss ich sagen, hat mir gefallen, was ich so in den Trailer gesehen habe. Das ist mir leider wieder zu viel Indie. Aber schaut ganz nett aus, ja. Da ist doch zu viel Ich mag Indie. die, ja, ich hab die Schnauzen voll von der Pixelgrafik. Es war mal ganz nett, aber mittlerweile. Du magst keine Nein, Pixelgrafik. ich habe mich satt gesehen. Ich habe mich in den letzten 20, Also, letzten 10, 15 Jahren einfach satt gesehen davon. hei, das ist ja Na, schade. eh, leider, ja. Na, es ist, wenn es richtig herausragend ist, ist mir das ja wurscht. Aber so ich würde es mir wahrscheinlich selber nicht unbedingt zu einem Vollpreis kaufen, sondern wenn das, keine Ahnung, $10 oder sowas kostet in einem Sale, dann würde ich es mal vielleicht holen und spielen. Aber so Pixelgrafik reizt mich halt einfach nicht mehr so, dass ich jetzt gleich den Knopf auf in den Warenkorb mache. Ja, du musst es kaufen, auch noch, sonst wird es nicht Ja, gekauft. genau, also ja. In den Warenkorb ist zu wenig. Was kostet's denn? Es erscheint ja Ah, erst, okay. es kommt ja erst irgendwann. Ich meine, ich weiß nicht, ob es nur 2023 erscheinen wird. Okay. Aber es schaut relativ, also mir hat es gefallen, weil es mich so an die alten Prince of Persia erinnert Na, hat. vom Style her schaut's ja ganz nett aus, ja. Was übrigens Ubisoft auch wieder mal gut belegt, aber ja. Dafür gibt's einen Film, oder? Ah, ja, sie haben auch ein anderes Spiel rausgebracht von Prince of Persia, aber irgendwie an das erste 3D Prince of Sands. Sense of Time, So, ja. Sands of Time, da kommt halt nichts ran. Das stimmt. Und was ich schade finde, weil das liegt einfach so um und sie machen nichts damit. So, anderes Thema, du bist ja eh schon zum nächsten gegangen. Microsoft hat das ja wieder an ugly Weihnachten rausgebracht. Der ist wahrscheinlich mittlerweile schon ausverkauft. Wahrscheinlich. Weil der letzte war mit dem Clippy und der ist auch relativ schnell ausverkauft gewesen. Ja. Ja, da, wo ich das gesehen habe, waren bei uns im Büro eher ein paar, haben sich überlegt, das eben für die Weihnachtsfeier zu holen. Würde eigentlich gut passen. Ich muss so sagen, ich habe mir den besorgt. Jesus, it's your birthday. Von dem her, ja, passt. Hätte mir jetzt schon gedacht, du holst das so einen schieren Gucci-Pullover. So, du hast noch eine Themen? Einfach damit du ein Statement setzen kannst. Genau.